Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechCheck. Und heute gibt es den Praxistest mit der Anleitung zu den On4U LED Stripes. Wir werden also heute mal schauen, wie man die LED Stripes hier in Betrieb nehmen kann und was sie alles für tolle Funktionen bieten. Wenn ihr also mehr dazu wissen wollt, dann bleibt unbedingt dran und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Wie schon vor dem Intro angekündigt, gibt es heute mal den zweiten Teil, also den Praxistest mit der Anleitung zur Montage von den On4U LED Stripes. Ich habe euch die LED Stripes ja schon mal in einem Video davor vorgestellt, im Unboxing und Review Video, sozusagen im Teil 1. Dort haben wir uns die LED Stripes ja mal ganz genau angeschaut und mal geguckt, was so alles mit dabei ist und welche Funktionen die besitzen. Heute gibt es, wie gesagt, den zweiten Teil dazu, also den eigentlichen Praxistest mit der Anleitung, wie man im Grunde montiert, was man da alles steuern kann. Und dementsprechend möchte ich euch heute auch mal die Fragen noch klären, die viele dann noch hier hatten zu dem ersten Teil. Und deswegen würde ich auch sagen, starten wir sofort los. Ich möchte euch heute die kleine Einleitung ersparen. Es gibt, wie gesagt, alle Informationen zu den LED-Stripes im Unboxing-Video im ersten Teil. Also schaut euch das unbedingt nochmal an, wenn ihr da mehr Informationen drüber haben möchtet. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal kurz durch, was alles noch im Set enthalten ist. Wie gesagt, die technischen Details dazu gibt es halt dann im Unboxing und Review-Video. Also, so kommt das Set daher. Es ist, wie gesagt, die Marke On4U, 15mm LED-Stripes. Hier ist im Grunde alles mit dabei, was ihr so hier benötigt. Wir haben hier zum einen die Fernbedienung, wir haben hier den Wi-Fi-Adapter. Mit dem könnt ihr im Grunde dann sozusagen die LEDs steuern. Es ist auch also der LED-Controller, der Wi-Fi-Controller bzw. dann auch der Empfänger von der Fernbedienung. Wir haben hier eine sehr schöne Anleitung, wo wirklich alles sehr ausführlich erklärt wird. Wir haben dann hier nochmal das Montageset. Hier haben wir dann 3x5 Meter und wir haben hier ein Netzteil. Der Preis von 44 Euro ist hier wirklich sehr günstig, wenn man bedenkt, dass hier wirklich alles enthalten ist. Ihr habt wie gesagt die Fernbedienung, den Controller, eine schöne Anleitung, Montagekit, auch ein sehr schönes großes Netzteil, das ordentlich Power hat, um alles zu betreiben. Und ihr habt hier dann wie gesagt 3x5 Meter, also 15 Meter an LEDs, die im Grunde hier betrieben werden können. Das Set, wie gesagt, kostet 44 Euro. Ich verlinke es euch auch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link unbedingt jetzt mal an. Und dann könnt ihr nach dem Video euch nochmal das Set in aller Ruhe anschauen und euch das dann nochmal hier betrachten. Jetzt würde ich sagen, starten wir auch sofort los. Wir gucken mal, was brauchen wir hier alles. Also, wir haben hier, wie gesagt, LED-Stripes und Netzteil und einen Controller. Hier gibt es auch eine kleine Anleitung dazu, falls euch das hier interessiert. Hier wird nochmal alles genau erklärt, wie man im Grunde hier was macht. Und dann schauen wir uns mal hier die Anleitung an. Im Grunde ist es hier relativ einfach. Wir haben also hier das Netzteil, den Controller und die LEDs. Verbunden wird das alles hier über einfache Stecker. Hier gibt es im Grunde gar nichts, was ihr beachten müsst. Und deswegen schauen wir uns das hier mal in der Praxis an. Also, wir haben hier ein Netzteil. Das machen wir mal auf. Gucken uns das mal näher an. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Das können wir jetzt hier ganz einfach aufmachen. Da gucken wir mal hier, dass wir das hier einfach öffnen. So. Und dann würde ich sagen, steckt man das auch gleich mal in die Steckdose rein, damit wir hier Spannung haben. So, es steckt in der Steckdose drin. Jetzt der zweite Teil. Ihr habt, wie gesagt, hier den Adapter. Hier gibt es im Grunde nicht viel zu beachten. Ihr habt hier das Kabel und es passt hier sehr gut zusammen. Ihr steckt es hier einfach so rein und dann war es das auch schon. Das eine hier ist kein Anschluss, es ist eine reine Antenne. Also da gibt es auch nicht viel zu beachten. Und so sieht der Adapter aus. Dann haben wir hier nochmal den QR-Code, wo man die App runterladen kann. Und jetzt würde ich sagen, steckt man auch gleich mal hier so ein LED-Stripe rein. Wir nehmen dazu gerade mal hier das eine Set. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier im Grunde auch nur so einen Stecker, wo dann hier die Anschlüsse drauf sind. Hier gibt es auch einen Pfeil, da müsst ihr eben darauf achten, dass hier die Anschlüsse nicht vertauscht sind. Und auch hier könnt ihr schon sehen, gibt es den Pfeil hier auf der einen Seite. Ihr müsst im Grunde die dann nur so reinstecken. Und dann schauen wir mal, können wir auch gleich sehen, die LEDs leuchten. Und so sehen die dann aus. Im Grunde gibt es ja auch nicht viel zu sagen. Die leuchten wunderbar. Können sich sehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es hier noch besser sehen könnt. Sind jetzt also hier schon mal in der Farbe Rot konfiguriert. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch hier mal die Farben nochmal an. So, jetzt haben wir hier die Fernbedienung und die können wir ganz einfach aktivieren, indem wir hier das Kläppchen rausziehen. Dadurch wird im Grunde hier die Batterie dann sozusagen dann aktiviert. Also schauen wir mal, wie man die hier bedienen kann. Wir haben zum einen einen Off-Taster, drücken wir gleich mal, zack. Dann haben wir hier einen On-Taster, zack. Sieht auch sehr gut aus. Wir haben hier dann im Grunde
die Helligkeit, da können wir auch gleich mal runterklicken. Schauen wir mal, was hier passiert. Also wir können hier die Helligkeit runterdimmen. Man kennt es jetzt nicht so gut, aber man kennt es trotzdem. Die LEDs leuchten jetzt ganz gering und wir können auch hier die LEDs dann wieder hochdimmen bis zur Maximalhelligkeit. Ist also auch sehr schön gemacht. Wir haben dann hier Farben, die wir auswählen können. Einmal hier rot, dann können wir auch hier grün. Wir haben dann hier blau, wir haben dann hier orange. Dann haben wir auch hier verschiedene weitere Töne. Wie gesagt, da könnt ihr euch hier komplett durchwursteln und auch hier weiß ist natürlich hier auch problemlos machbar und natürlich hier auch problemlos einsetzbar. Auch gelb könnt ihr hier machen. Also ist alles sehr praktisch, kann sich also sehen lassen. So, gehen wir mal hier kurz mal die Menütasten durch. Es gibt ja auch sogenannte Menütasten. Wir haben also hier einmal Menütasten, da kann man hier draufklicken und dann verändert sich sozusagen hier die Farben, wie ihr schon sehen könnt. Sieht ja auch wunderbar aus. Wir können auch hier mal durchklicken. Es gibt hier verschiedene Farbvarianten und dann wird im Grunde hier so ein kleines Effektmuster euch generiert. Gibt es also hier schöne Systeme, die ihr im Grunde runterdimmen und auch hier können wir dann im Grunde anhand von der Zeit dann sagen, ob es schneller oder langsamer gehen soll. Da müsst ihr also hier dann nochmal, wie gesagt, dann auf Plus klicken und dann wird es dann, wie gesagt, immer ganz schnell hell und wieder dunkel. Passt dann auch soweit. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch mal hier die App an. Und da haben wir hier, wie gesagt, den QR-Code und den scannen wir jetzt mit dem Handy ein und schauen mal, wo wir da hinkommen. So, ich habe mir jetzt hier die App mal runtergeladen, wie ihr sehen könnt. Da gibt es auch hier eine Anleitung. Und die Anleitung sieht wie folgt aus. Also, es gibt hier erstmal den Step, dass wir uns hier die Gratis-Version runterladen. Download the free app by scanning the QR-Code. Also, hier können wir es runterladen. Wir können dann hier im zweiten Schritt sehen, dass wir hier erstmal nach Devices Ausschau halten sollen, beziehungsweise dann die Powerzufuhr hier von dem Gerät anschalten sollen. Und dann geht es hier im dritten Schritt, kann man dann sich hier eben verbinden und dann kann man hier eben dann die Einheit dann steuern. Schauen wir uns also mal an. So sieht die App jetzt hier im Grunde aus. Wir klicken jetzt hier mal, um Gerät hinzuzufügen und jetzt machen wir hier mal das lokale Konto, also ohne Konto. Da werden jetzt hier folgende Funktionen nicht unterstützt: kein Cloud-Speicher, keine Sprachsteuerung und keine Kontrolle auf dem Weg. Das ist okay. Die Sprachsteuerung wollen wir dann heute mal nicht testen. Also machen wir hier mal bestätigen. Und jetzt habe ich mal hier das Gerät angeschaltet. Wir können auch schon hier sehen, wir können jetzt hier im Grunde dann den LED-Stripe auswählen. Der verbindet sich hier dann auch problemlos. So, nachdem wir das jetzt alles hier integriert haben, geht es hier in der App, in der Übersicht können wir schon sehen, dass wir hier im Grunde dann diesen LED-Stripe drin haben. Wir können ihn also hier ganz einfach dann an- und ausschalten. Wenn wir jetzt hier draufklicken, können wir uns hier auch schon mal die Modi anschauen. Also wir gehen mal hier rein, können im Grunde dann ganz bequem die Farben anpassen. Das sieht eigentlich auch soweit sehr gut aus, kann sich also sehen lassen. Wir können also hier von grün bis blau alles einstellen. Hier haben wir dann verschiedene Optionen, dass wir dann hier im Grunde die Farbe speichern können. Wir können hier die Helligkeit dann auch nochmal steuern, also im Grunde hell und dunkel machen. Hier kann man es dann über das Mikrofon bedienen. Sozusagen kann man das dann im Grunde mehr oder weniger zur Musik mitlaufen lassen. Ihr könnt schon sehen, wenn ich jetzt hier was sag, dann wird hier automatisch auch gleich der LED-Stripe dann in Bewegung gesetzt. Ist auch sehr schön. Wir können auch hier im Grunde dann Musik hinzufügen. Wir haben hier auch einen Kinomodus. Da könnt ihr das Handy hinrichten. Und wenn man jetzt hier mit Starten macht, kann man hier dann im Grunde sozusagen dann das auf dem Fernseher ausrichten und dann wird sozusagen hier die Farbe angepasst, je nachdem, wo ihr gerade drauf schaut. Wir können mal hier schauen, wir haben jetzt hier ein Orange. Und wenn wir jetzt hier auf das Orangen drauf gehen, dann wird es hier im Grunde orange und das ist auch eine sehr interessante Funktion. Ansonsten haben wir hier noch eine Kamera, da ist es im Grunde genau das gleiche, ist also auch sehr praktisch. Ja, hier haben wir nochmal ein paar schöne weitere Funktionen. Da können wir dann auch nochmal hier verschiedene Sachen ändern. Also wir können hier Rot-Blau überblenden und auch hier gibt es weitere Funktionen. Weiß verändern von der Stufe her, die Gelbstufe und alles weitere geht hier auch. Ja, liebe Technikfreunde, das soll es jetzt nun gewesen sein zu diesem kleinen Praxistest und zu der Anleitung, wie man im Grunde die LED-Stripes hier von On4U installiert, beziehungsweise auch die App dann sozusagen verwendet. Ihr könnt auch zeitgleich dann hier nochmal die Fernbedienung verwenden, das ist im Grunde dann auch kein Problem. Wie gesagt, das Set gibt es bei Amazon zu kaufen. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein. Kostet 44 €, ist wirklich ein sehr guter Preis. Ihr bekommt hier wirklich alles, was im Grunde hier dann notwendig ist.
um relativ einfach, schnell und effizient euer Smart Home sozusagen auf das nächste Level zu setzen. Es ist auch Alexa-kompatibel und natürlich auch mit dem Google Home Assistant funktional. Ja, das soll es nun gewesen sein zu diesem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Ansonsten bei Fragen schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und dann war es das hier zu dem Video, zu dem Praxistest. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis bald, euer Pascal.